Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin, und ich will heute reden über einen Mann, an den Sie sich vielleicht vage erinnern. Vor 55 Jahren, 1963, hat Ludwig Erhard sein Amt als Reichsbundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland angetreten. Wer war Ludwig Erhard? Wissen Sie das noch? Das war der Mann mit der dicken Zigarre. Der hat uns das Wirtschaftswunder gebracht, und dann wurde er Bundeskanzler gegen den Widerstand des vorherigen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Der sagte, der Erhard kann das nicht. Dann wurde er es, und nach 3 Jahren war es vorbei, was sich herausstellte, er konnte es wohl doch nicht. Ich habe eingeladen Dr. Helmut Welge, Buchautor und Berater der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben ein Buch geschrieben, das mich sehr erstaunt hat, nämlich Ludwig Erhard und seine Außenpolitik. Darüber ist mir überhaupt nichts in Erinnerung geblieben, dass Erhard überhaupt eine Außenpolitik jemals gemacht hatte. Warum sind Sie zu diesem Titel und zu diesem Buch gekommen? Es sind mehrere Gründe. Zum einen, Ludwig Erhard, wie Sie schon sagten, ist mehr bekannt als Wirtschaftspolitiker und hat sich da auch einen großen weltweiten Namen gemacht. Über seine Außenpolitik, und zwar in der Zeit als Bundeskanzler von 1963 bis 1966, ist nicht so viel bekannt, oder um nicht zu sagen, sehr wenig bekannt. Und da habe ich gedacht, da müsste man doch mal nachhaken, ob das nicht doch ein blinder Fleck ist oder, wie man so sagt, ein Desiderat ist, was sich da auftut. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich im Grunde den Ludwig Erhard auch persönlich sogar kennengelernt habe, in den 50er Jahren sogar, bei Wahlkampfveranstaltungen, wo er als Wahllokomotive der CDU/CSU da auftrat. Und er hat mich als Mensch und auch als Politiker beeindruckt. Und da dachte ich mir, da solltest du mal was drüber forschen und auch schreiben. Für die, die es nicht wissen, er war ein bisschen füllig, ja, rauchte eine dicke Zigarre, kam aus Fürth. Ja. Und war eigentlich durch und durch auch Unternehmer. Er war durch und durch Unternehmer, weniger Politiker, wie man so sagt. Aber man täuscht sich da. Wenn man jetzt auch hier in dem Buch das liest, dann hat er auch sehr viel Außenpolitik betrieben. Unabhängig von seinem Außenminister Gerhard Schröder, nicht zu verwechseln mit dem damaligen Bundeskanzler, Gerhard Schröder, auch Mitglied der CDU, war seit 1961 Bundesaußenminister, noch unter Konrad Adenauer geworden. Und Erhard hat ihn dann 1963, als der fliegende Wechsel, so kann man es ja bezeichnen, von Adenauer auf Erhard erfolgte, mit übernommen als Außenminister. Er verstand sich auch gut mit ihm. Manche meinen ja sogar, er hätte sich beeinflussen lassen in vielen Dingen. Das mag sein. Es ist aber auch so, dass er seinen eigenen Willen, seine eigene Politik durchaus verfolgt hat, auch gegenüber seinem Außenminister. Schauen wir uns doch mal die Zeit an, 63 bis 66. Die Mauer wurde gebaut 2 Jahre vorher, 1961. Ja. Die Berlin-Krise war ein Jahr zuvor, 62, zu Ende gegangen, ging von 59 bis 62. Die Kuba-Krise war vorbei. Mhm. Das heißt, Deutschland war in einem außenpolitischen Umfeld, wo es außer beim Mauerbau und der Berlin-Krise nicht beteiligt war. Mhm. Und Deutschland war schon seit 1955 souverän. Das heißt, auf welchen Ebenen spielte die Bundesrepublik Deutschland? Unter Erhard ist etwas passiert, was bis heute große Nachwirkungen hat, positive Nachwirkungen, aber auch negative. Im Frühjahr 1965 wurden diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Das war zur Kanzlerschaft von Ludwig Erhard. Das heißt, er hat durchaus doch Merkpunkte gesetzt und ganz gewichtige Merkpunkte gesetzt. Wieso weiß man das heute nicht so ganz zu würdigen? Es war, wie Sie sagen, die Zeit von 63 bis 66 eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des weltpolitischen Umbruchs, unter Kennedy bereits eingeleitet, ab 1961 verstärkt auf Entspannung gesetzt mit der Sowjetunion. Es waren die beiden Supermächte, USA, Sowjetunion, und unter diesem Dach der beiden großen Supermächte, die sich da gegenüberstanden in dem Ost-West-Konflikt, nun Politik zu betreiben, war sehr schwer. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland und Ludwig Erhard in Sonderheit hatten sich auf die Fahnen geschrieben, was ja auch Staatsräson war, die Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR.
Ludwig Erhard hatte aber immer wieder die Meinung vertreten, Wiedervereinigung nur dann, wenn sie in unserem Sinne erfolgt, das heißt in freier Selbstbestimmung des deutschen Volkes, sowohl der DDR als auch der Bundesrepublik. Und keine Neutralität. Keine Neutralität, die ja damals bei der Stalin-Note schon anklang, 1952, was ja Adenauer strikt abgelehnt hatte und auch Erhard strikt abgelehnt hat und hat gesagt, wir bleiben in der Westbindung eingebunden in die kollektiven Sicherheitssysteme, insbesondere NATO, aber auch in die Westeuropäische Union und in die wirtschaftlichen Systeme wie die EWG. Und dann kam die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Ja. Adenauer hat sich schon vorher mit Ben-Gurion in New York getroffen. Wir kennen dieses historische Foto. Ja. Aber die Aufnahme diplomatischer Beziehungen erfolgt ja sehr, sehr viel später. War Erhard die treibende Kraft oder wer war das, dass ausgerechnet unter der Kanzlerschaft von Ludwig Erhard dazu kam? Ja, Sie sagen, war Erhard die treibende Kraft. Ich will es mal etwas abschwächen und sagen, er war die getriebene Kraft. Denn es hat sich im Laufe der Jahre ergeben, seit Konrad Adenauers Rücktritt 1963, dass die Forderungen Israels an die Bundesregierung unterhalb der diplomatischen Anerkennung auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet sehr stark wurden. Das lag daran, dass Israel auch immer mehr bedrängt wurde, insbesondere von der VAR, also Vereinigten Arabischen Republik, Ägypten und Syrien, die ja für kurze Zeit eine Republik bildeten, unter Nasser. Und Israel brauchte Hilfe, dringend Hilfe. Und das wusste auch Erhard. Er wusste aber auch, dass in den 50er und 60er Jahren militärische und wirtschaftliche Hilfe in enormem Maße geflossen war von der Bundesrepublik nach Israel. Und ergab es sich, dass Peres, der nachmalige Staatsführerin von Israel, der damals aber auch das Amt des Verteidigungsministers innehatte, in New York bei einer Zusammenkunft mal auf Englisch dann eben sagte, maßgebliche Beamte in Bonn haben mir bestätigt, dass wir also starke militärische Hilfe bekommen werden. Die internationale Presse hat das sofort aufgegriffen, auch die israelische Presse in Besonderheit. Es blieb auch der arabischen Presse nicht verborgen, Ägypten, Marokko, Tunesien in hellem Aufruhr. Und der kämpft ja, der Erhard, der neue Kanzler, gegen unsere gemeinsame Sache, denn unser gemeinsamer Feind ist Israel. Das war ja der Tenor. Ja, und dann gab es innenpolitisch noch Pressionen, dass die CDU, CSU sagte, Barzel war Fraktionschef. Das geht so nicht. Wir müssen irgendwie Klarheit schaffen. Wir können das nicht mehr im Dunkeln lassen. Wir müssen irgendwie aus dem Dunkeln heraus. Wie gesagt, dann hat also Erhard über die Monate hinweg immer eine etwas schaukelnde Politik betrieben, hat sich da mal mit dem Ministerpräsidenten Eshkol von Israel besprochen und hat auch mit dem Schinner, so hieß der Beauftragte, der in Köln residierte, kein Botschafter war, aber offizieller Beauftragter des Staates Israel gesprochen, bis dann im März er einfach unter dem Druck der Verhältnisse gar nicht anders konnte, denn es kommt noch ein Parallelereignis dazu. Nasser hatte, der Ägypter, hatte eingeladen Walter Ulbricht zu einem Staatsbesuch. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, auch in Bonn, auch bei ihm selbst innerlich. Weil es ja noch die Hallstein-Doktrin gab. Die gab es noch, die Hallstein-Doktrin? Das hieß, jedes Land, das mit der DDR diplomatische Beziehungen aufnimmt und zu dem die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen hatte, ja, wurde nunmehr gestrichen. Genau. Und das war hier die Gefahr, dass also durch die Einladung zum Besuch von Ulbricht in Ägypten eine weitere Aufwertung der DDR geschehen würde, international, und es zu einer diplomatischen Anerkennung der DDR kommen würde. Und da hat Erhard gesagt, wir dürfen nicht nur reagieren, wir müssen auch agieren. Das war seine Leitmaxime und hat sich dazu durchgerungen, dann quasi, wie er sagte, in einem Husarenritt über Nacht die diplomatische Anerkennung Israels. Na, ob das so über Nacht war, weiß ich nicht so genau. Nachdem, wie Sie das schildern, waren das wohl mehrere Nächte, ja. In denen da gedrängelt wurde und gemacht wurde. Ja, Adenauer hat ja mit Ben-Gurion diese wirtschaftlichen Verpflichtungen schon vorher verabredet gehabt. Aber nun war es natürlich was anderes. Und der erste Botschafter war Herr Pauls, Kriegsveteran, der erst mit Eiern beworfen wurde und dann frenetisch bejubelt wurde. Ja.
Schreiben Sie das in Ihrem Buch auch, so was da hinter den Kulissen passiert war damals? Es steht auch einiges darüber drin. Es wäre sonst, hätte den Rahmen des Buches gesprengt. Es ist aber sehr viel auch aus den Erinnerungen von Schinner, dem Beauftragten, ersten Beauftragten, vormaligen Botschafter, sagen wir mal, Charles Israel, damit aufgenommen worden, der sich nur in höchstem Lob über Ludwig Erhard ausgesprochen hat. Ihn Gleiches erzählt mit Konrad Adenauer, und Erhard selbst hat gesagt, ihm sei das höchste Glück in seiner ganzen Laufbahn widerfahren, die diplomatische Anerkennung Israels. Also so offen hat er sich geäußert. Das muss also, es war ihm auch ein Herzensanliegen, so hat er das hinterher dann ausgedrückt. Warum mochte der alte Fuchs Konrad Adenauer den jungen Ludwig Erhard nicht? Adenauers, ich sag mal, Topos war ein Mann, der Wirtschaft versteht und Wirtschaft kann, der versteht keine Politik. Aber Ludwig Erhard hat noch nicht nur die D-Mark eingeführt, der hat auch das Wirtschaftswunder besorgt. Wie konnte er da sagen, der versteht davon nichts? Ja, aber er hat sich ja die ganzen Jahre von 1949 bis 1963 überwiegend wirtschaftspolitisch betätigt. Das war ihm auch bewusst. Denn als er das Kabinett begrüßte, 1963. Er war ja Professor für Wirtschaftspolitik, ne? Ja, Honorarprofessor in München. Aber als er ist vom Beruf Diplomkaufmann. Promovierter Diplomkaufmann, und als er sein Kabinett begrüßte am 19. Oktober 1963, da hat er zur Begrüßung gesagt, von wirtschaftlichen Dingen verstehe ich ja einiges, aber angeblich von Politik nur sehr wenig. Ja. Aber das kann ja wohl auch nicht gar nicht anders sein. Das war ihm wohl eine Spitze an seinen Vorgänger Konrad Adenauer. Er wollte nur sagen, pass mal auf, du. Den wollte er das zeigen. Zeige ich dir das. Dass er auch Außenpolitik konnte. Und wie er das gemacht hat, darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter mit Dr. Helmut Welge. Hat ein Buch geschrieben über Ludwig Erhard und seine Außenpolitik. Das ist relativ selten, weil man bisher wenig darüber wusste. Jetzt weiß man mehr, und wir sind gleich wieder da.